Die Tische im Ludwigsfelder Clubhaus sind gedeckt. 3 Uhr nachmittags. Willkommen zum Kaffeeklatsch. Wie gewohnt am ersten Mittwoch des Monats, nun aber wieder mit den Gastgebern Carla Karstedt und Gregor Lutz. Die letzten paar Mal, wo sie nicht da waren, war nicht so doll, muss ich sagen. Also die Unterhaltung war zwar, was sie geboten haben, nicht schlecht, aber naja, wir freuen uns, dass sie wieder da sind. Das ist informativer, es ist eine schönere Musik, die gespielt wird. Die Leute sind mit einer ganz anderen Stimmung dabei. Somit ist es also auch herrlich wieder, die Musik ist gut und ist rundum zufrieden. Wenn man sich überlegt, ich kann mich nicht erinnern und ich war 20 Jahre in dem Haus, dass das Publikum jemanden zurückverlangt, richtig zum Bürgermeister geht, uns Briefe schreibt. Wir haben, also da wird man schon sehr ehrfürchtig. Wir freuen uns ganz besonders, dass ihr so stark wart, ihr euch in den letzten Wochen und Monaten ja ins Zeug gelegt habt, eure Meinung kundgetan habt und gesagt habt, wir wollen gerne das alte Team wieder zurückhaben. Den Salat habt ihr jetzt. Hier im städtischen Clubhaus fing vor rund 9 Jahren alles an. Aus dem klassischen Seniorennachmittag wurde der Kaffeeklatsch. Eine Idee der ehemaligen Hausleiterin Carla Karstedt. Sie ging in Rente und setzte das neue Konzept um, zusammen mit DJ und Moderator Gregor Lutz. Also wir hatten ein schönes Beispiel, was uns Gäste oder Kunden schon mal sagten und mitteilten, dass der Kaffeeklatsch in Ludwigsfelde als solches vergleichbar ist, obwohl ich es ein bisschen überzogen finde, aber er wurde verglichen mit dem Sommergarten des ZDFs. Als das Clubhaus über mehrere Jahre saniert wurde, ging der Kaffeeklatsch auf Tour durch alle Ludwigsfelder Ortsteile bis zur Wiedereröffnung. Dann wurde seitens der Stadt ein neues Veranstaltungskonzept ausprobiert, der Kaffeeklatsch neu ausgeschrieben. Carla Karstedt und Gregor Lutz machten außerhalb weiter, doch nicht wenige Stammgäste wünschten sich das Original zurück ins Clubhaus. Genau die Intention habe ich aufgenommen, habe mit den beiden gesprochen, ob es nicht gut wäre, es hier im Haus jetzt zusammenzuführen. Wir haben ohnehin zurzeit, wie auch viele wissen, personell einen ziemlichen Anspannungsgrad im Hause hier. Wir haben sehr viel Mühe, die Veränderungen hier im Haus auch zu implementieren. Von daher haben wir gesagt, okay, setzen wir auf die stabile Größe. Ich spreche mit den beiden, die waren dazu bereit. Und von daher bin ich froh, dass wir diesen Kaffeeklatsch wieder in gewohnten Format gestalten können. Gewohntes Format heißt abwechslungsreiches Programm mit festen Größen wie den Tanzrunden. Klassiker gehen sehr gut, auch mal gerne was Modernes, also aus dem Schlager, tanzbarem Bereich, immer wieder gerne auch Walzer, Cha-Cha, Rumba, diese Geschichten, die sie halt auch von früher noch kennen und halt immer noch gerne tanzt werden. Aber dass du uns diese Dinge ruhig nochmal sagst, ich wurde Carla Karstedt und Gregor Lutz moderieren durch den Nachmittag, machen Späße mit dem Publikum, geben Anekdoten zum Besten. Auch aktuelle Themen werden angesprochen. Diesmal sind es Baumfällungen aufgrund von Baumaßnahmen in der Stadtmitte. Aber es wird alles ausgeglichen. Wir werden wirklich sehen, dass wir in der grünen Stadt reingehen. Unsere Stadt lebt von dem Grün, unsere Stadt ist grün und soll auch grün bleiben. Das ist ein Versprechen, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Beim nächsten Mal wird ein Shanty-Chor auftreten. Heute sind es Andreas Holm und Thomas Lück, die das Publikum begeistern. Nicht der erste Besuch des Schlagerduos beim Kaffeeklatsch. Sehr gemütlich alles. Ja, und vor allen Dingen, dass die Würstchenrentner, dass sie so schön tanzen. Ja? Wir beide können uns ja nur noch im Auto bewegen. Sehr schön. Ja, wirklich schön. Und dass die Carla und der Gregor, die machen das echt top. Super. Wirklich, muss man sagen. Die farbenfrohe Dekoration stammt von Petra Kramer. Sie betreibt im Ludwigsfelder Ortsteil Sieten nicht nur die Blumenwerkstatt, sondern auch den Kartoffellandhof. Dort wird am 17. April Frühlingserwachen gefeiert. Mit musikalischem Frühschoppen von 10 bis 15 Uhr. Und da ist jeder herzlich eingeladen von Ihnen.
Auch bei den kommenden Kaffeeklatsch-Veranstaltungen werden sich Unternehmer aus der Region präsentieren. Also immer wieder etwas Neues, auf das sich die Gäste freuen, dabei auf Liebgewonnenes zählen können. Dass man mit Gleichen zusammen ist, dass man nochmal tanzen gehen kann, dass man mal ein bisschen Musik hört, dass man mal quatschen kann über Gott und die Welt. Und es ist ja einfach die Unterhaltung, die Mischung macht. Und eben auch das Tanzen, natürlich. Das steht eigentlich an erster Stelle. Und man kann ein Bierchen trinken, die Frau ein Glas Wein. Und so haben wir einen schönen Abend. Wir sind doch immer die Letzten, die rausgehen. Also vor 7:30 sind wir kaum draußen. Ich finde das gut. Bei uns ist ein fester Termin. Ja, das heißt, das ist hier nicht mein Mann. Nicht, dass er das als mein Mann. Wenn es seine Frau sieht, dann wird er wild. Aber wir sind aus einer Straße. Aus einer Straße, ja. Wir sind das erste Mal beim Kaffeeklatsch. Wir sind Neubürger von Ludwigsfelde. Und da habe ich mich entschieden, im Rathaus 2 Karten zu erwerben. Und wir wollten heute mal Leute kennenlernen und wie die Atmosphäre ist. Und die hat uns sehr gut gefallen. Und ja, wir kommen wieder, kann ich nur sagen. In den Sommermonaten Juni und Juli geht der Kaffeeklatsch auch wieder auf Tour, gastiert dann in Siethen und in Großschulzendorf. Und während es auf den Straßen schon dunkel geworden ist, wird im Clubhaus noch weiter getanzt.